herzlich willkommen bei Tivino. Ich freue mich, bei diesem tollen Wetter Katharina bei mir zu haben. Katharina Wechsler ist Winzerin, Jungwinzerin aus Rheinhessen und ich bin ein großer Fan von dir. Ich habe dich vor 2 Wochen erst kennengelernt in Rheinhessen und freue mich, dass du heute hier bist bei mir. Und bin natürlich total froh, dass wir 2 Weine bei Tivino gelistet haben oder listen dürfen. Du machst Wein in Rheinhessen und zwar machst du die klassischen Rebsorten Riesling, Silvaner, Grauburgunder, Weißburgunder. Wir haben uns jetzt den Silvaner ausgesucht als erstes und magst du mal sagen, wo genau in Rheinhessen ihr seid? Ja, also ich komme jetzt aus Westhofen. Westhofen ist ja so der südliche Teil des Wonnegaus und Silvaner. Auch eine Rebsorte, die mir schon am Herzen liegt, weil sie eben so klassisch rheinhessisch ist. Und eigentlich, man kann viel mit Silvaner machen, man kann viel spielen damit. Und das ist so meine Basisinterpretation von Silvaner. Und Westhofen ist schon ein relativ prominentes Dorf, ne? Also da sind viele größere Winzer, die du um dich rum hast. So. Ja, genau. Super. Ein paar sehr bekannte rheinhessische Winzer, die dort Weinberge haben. Und sind gute Lagen, guter Boden. Wir haben halt einen schönen Kalkboden dort und auch ein kühles Klima. Also bei uns wachsen sehr schön diese Cool Climate Weine. Und du, dein erster Wein war welches Jahr? 2009. Habe ich angefangen, so ein bisschen experimentiert. Und ja, 2011 jetzt der Jahrgang, wo ich sage, okay, so jetzt kann ich rausgehen damit. Ja, sehr genau. Gut. Wie würdest du Silvaner beschreiben generell, also aus dem Rheinhessen, weil du hast gesagt, das ist typisch für Rheinhessen. Mhm. Was ist das, was ist anders jetzt als Silvaner vom Rheingau oder von der Mosel oder von der Nahe? Es ist eben eher von der Herkunft ist es so, dass dass Rheinhessen eher eine Silvaner-Tradition hat wie jetzt Rheingau oder Nahe, also ähnlich wie in Franken. Okay. Es ist eine wichtige Rebsorte in Rheinhessen und die so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, weil es manchmal auch ein bisschen langweilige Weine geben kann, ja, wo so ein bisschen der Kick fehlt und das soll eben eine moderne Interpretation sein von Silvaner. Schön frisch und knackig und schöne Säure. So. Sehr, man riecht schon ordentlich was, ne? Also Silvaner ist ja manchmal auch ein bisschen, dezent, aber hier kommt richtig dieses, ich finde, so Zitrus, Limone, auch dieses Blumige, also so eine Blumenwiese, bisschen Pfirsich. Ja, und Silvaner hat ja auch immer so was Kräutriges, sowas. Stimmt, sehr lecker. Vegetabil. Das ist wirklich ein ganz, ganz toller Wein, weil der sehr, sehr frisch ist, ganz knackig. Die Säure ist sehr, sehr schön, sehr präsent. Ist ganz angenehm zu trinken. Ich habe jetzt gerade schon 2 Schlücke getrunken. Weil es einfach so sauber und klar und frisch runtergeht, aber trotzdem ganz, ganz lange nachschmeckt. Mhm. Also dieses wirklich limonige Zitrone, ein bisschen Passionsfrucht, Pfirsich, schmeckt ganz, ganz lange nach. Sehr, sehr schön. Ja. Soll ein Wein sein, den man so gut trinken kann, aber auch der durchaus mit einem Essen auch gut funktioniert. Ja, weil der schon ein bisschen auf jeden Fall Dampf hat. Ne? Substanz. Man schmeckt ordentlich was. Ja. Genau. Dann haben wir noch einen zweiten Wein von dir und zwar ist es ein Riesling Feinherb. Und ich freue mich riesig darüber, ein Riesling Feinherb endlich mal im Programm zu haben. Weil ich bin großer Fan von diesem Stil. Wie würdest du das beschreiben? Also ein feinherber Wein oder ein feinherber Riesling ist einfach ein schön fruchtiger, leichter Wein, der so eine leichte Fruchtsüße hat. Also nicht so, wo nur die Säure oder so ein trockenes Gefühl im Mund steht, sondern der eben noch so eine, ja, der ist einfach trinkig, süffig. Und wirklich süffig. Und gerade jetzt irgendwie bei so einem Wetter wie hier, so kann da einfach auch mal nachmittags schon eine Flasche aufmachen und trinken. Der hat auch weniger Alkohol, ne? Ja, super, genau. 11%. Also, sollen wir das mal hier auskippen? Gerne. Viel zu schade, aber. Also ich finde Riesling, das ist super. Also es ist ein toller Aperitif, eigentlich immer, also sehr feinherbe Stil. Und wie ich schon sagte, es geht einfach total easy nachmittags oder wenn man sonntags irgendwie, weiß nicht, zum Kaffee eingeladen ist. Ja. Das geht immer. Genau. Und machst du viel davon oder machst du es von Anfang an, weil du sagst, ich möchte so einen Stil machen oder kam das irgendwie aus Tradition heraus oder? Nee, ich bin ja kompletter Neueinsteiger. Komplett neu. Also ich musste mich nicht stilistisch an
irgendwelche Traditionen halten, sondern ich konnte so meinen eigenen Stil von Anfang an. Genau. Sehr gut. Da ist es mir eben wichtig, die Weine sollen also Finesse haben und elegant sein und schön trinkig sein. Also ich finde so leichte Weine, die ich selber gerne trinke. Ne? So. Ja, es ist immer wichtig, dass die Flasche dann leer ist. Also auch wenn man eigentlich nur ein Glas trinken will, passiert es dann, dass die Flasche dann relativ schnell geleert ist. Das ist immer das schönste Kompliment eigentlich für den Winzer. Ja. Hier ist auch wirklich so, ist ein bisschen steiniger, ne? So mineralischer, also klar, klassischer Riesling. Es riecht es riecht trocken, weil man hat gar nicht das, man hat wirklich dieses Fruchtige, also so ein bisschen eher, ich würde sagen, Apfelbirne, eine typische Rieslingfrucht. Schon auch eine sehr exotische Note, finde ich. So ein bisschen Ananas, Mango, so ein bisschen. Also Aber dann auch ein super schönes Gefühl im Mund. Also die Säure ist ganz toll. Der trocknet den, also man hat nicht das Gefühl, dass es ist nichts Süßes. Es klebt nichts. Es klebt überhaupt gar nichts. Es ist wirklich ganz klar, ganz glasklar. Aber es ist eine super schöne Frucht. Auch ich finde ganz stark dieses Birne und Pfirsich. Ja, und du hast nicht das Gefühl, dass du einen süßen Wein, also keinen nicht trockenen Wein, weil die Säure halt so schön für sich steht, so, dass man, der macht nicht müde, der Wein. Also super schön. Ich glaube, den trinken wir jetzt weiter und genießen das Wetter. Vielen, vielen Dank, dass du in Hamburg warst. Und, danke für die Einladung. Genau, ich freue mich auf deine Weine. Danke. Tschüss. Prost. Tschüss.